Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Bundestag hat im November letzten Jahres den Gesetzentwurf zum 11. Gesetz zur Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes verabschiedet. Der Bundesrat hat am 1. Februar in seiner 906. Sitzung den Vermittlungsausschuss angerufen, zum einen zum Thema Schienenbonus, zum anderen zur Rolle des Eisenbahnbundesamtes bei Lärmaktionsplänen. Nach Sitzung einer informellen Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses ist es gelungen, im Vermittlungsausschuss am 23. April eine Einigung zu erzielen. Der Bundestag hat dieser Einigung am 25. April bereits zugestimmt. Wie sieht die Lösung aus? Im § 43 Absatz 1 Bundesemissionsschutzgesetz wird eine Ergänzung vorgenommen zum Schienenbonus, der sozusagen einen Aufschlag von 5 Dezibel bedeutet beim Lärmschutz. Dieser wird ab 01.01.2015 abgeschafft. Wir haben lange diskutiert über das Thema der Straßenbahnen, für die eine andere Frist gelten wird, und zwar die der entsprechenden Verordnung für Straßenbahnen unterliegen, dann ab dem 01.01.2019 der Schienenbonus abgeschafft wird. Diese Fristen gelten, soweit zu diesem Zeitpunkt für den jeweiligen Abschnitt eines Vorhabens das Planfeststellungsverfahren noch nicht eröffnet ist und die Auslegung des Plans noch nicht öffentlich bekannt gemacht wurde. Und von der Anwendung des Abschlags kann bereits vor dem 1. Januar 2015 abgesehen werden, wenn die damit verbundenen Mehrkosten vom Vorhabenträger oder dem Bund getragen werden. Meine Damen und Herren, des Weiteren haben wir nach § 47e Absatz 3 die Zuständigkeiten beim Eisenbahnbundesamt dergestalt noch einmal geändert, dass mit dem 01.01.2015 das EBA für die Aufstellung eines bundesweiten Lärmaktionsplanes für die Haupteisenbahnstrecken des Bundes mit Maßnahmen in Bundeshoheit zuständig wird und auch bei Lärmaktionsplänen für Ballungsräume an der Lärmaktionsplanung mitwirken soll. Meine Damen und Herren, das ist ein guter Kompromiss, der auch eine vernünftige Maßgabe findet für den Lärmschutz. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei allen Beteiligten in der Arbeitsgruppe sowie auch dem Bundesministerium für die fachliche Begleitung. Es ist eine einvernehmliche Lösung gefunden worden. Vielen Dank.